So, wir haben eine neue Unterkunft uns gebucht. Wir sind ein bisschen umgezogen auf Koh Yai und wir sind echt baff, gell. Es ist so geil, wir sind so happy. Richtig schöner Bambus-Bungalow. Richtig gemütlich, direkt an einem See. Und da hinten ist das Meer, man sieht es nicht richtig, aber hinter den Bungalows. Und wie gefällt es dir? Super. Super? Es ist wirklich super geil. Dann kann man hier richtig cool chillen. Auch mit diesen typischen thailändischen Sitzkissen, das ist so gemütlich. Und dann geht es hier rein. Ja, es ist alles sehr offen. Aber das heißt auch, dass hier ist auf jeden Fall ein guter Luftzug durch. Es staut sich nicht so die Hitze. Da haben wir einen Ventilator. Schlicht. Ein Bett drin. Ein Tischchen. Das sogenannte Bad. Das ist hier einfach komplett draußen. Aber es ist so geil. Gleich mal Solarpanel ausgebreitet. Kann man in der Sonne duschen. Es kostet 700 Baht die Nacht. Auch voll okay. Koh Yao Yai ist eine noch ziemlich ursprüngliche Insel. Sie liegt zwischen Phuket und Krabi und ist trotz der zentralen Lage vom Massentourismus verschont geblieben. Die Einheimischen der Insel sind zu 90% islamisch und man findet auf der 87 Quadratkilometer großen Insel mit 2.500 Einwohnern insgesamt 7 Moscheen. Sie leben es aber ziemlich offen aus. Man findet Alkohol in fast jedem Markt und auch Cannabis-Shops sind hier zuhauf vertreten. Außerdem gibt es laut Google auf der Insel mit die weltbesten Tauchspots. Wo ist sie? Sie ist unter dem Stein, oder? Da ist sie noch. Da ist, siehst du es? Ja. Da ist eine Moräne, die guckt. Alter, krasses Viech. Weiß nicht, ob ich jetzt einfach auf sein Grundstück laufen soll, aber ich mach's jetzt mal einfach. Weil die bauen diese Fallen hier und wir haben schon geraten für Krabben, dass die Flaschen da... Hallo. I want to... What is this? Was ist die für Fisch? Is it for fish? Yeah. In the morning we go... Ah, also so it's in the night, in the ocean, and in the morning you put it out. Yeah. Ah, wow. And a lot of fish inside? Wow. Ich dachte erst, dass der Mann fragt, was ich ungefragt in seinem Garten mache. Doch offensichtlich machte es ihm nichts aus, mir so gut er konnte zu erklären, was es mit den Fallen so auf sich hat und wie sie gebaut werden. Er fragte auch, wo wir so herkommen und hat uns eine Mango angeboten. Fresh Mango! Er holt uns halt gerade einfach eine Mango vom Baum. Darum saßen wir kurz darauf schon mit Chad zusammen in seinem Garten und haben erzählt. Seine Frau war auch so lieb und schnitt uns die Mango und eine Wassermelone klein. Die Gastfreundlichkeit hier ist wirklich sehr beeindruckend. Also wir wurden da jetzt echt gerade einfach eingeladen. Ich wollte nur wissen, wie diese Fischfallen sind. Pflückt er einem eine Mango vom Baum, dann seine Frau bereitet die uns zu mit Fischöl, was jetzt echt komisch klingt, aber es hat einfach gut geschmeckt, gell? Ja. Also sie mag eigentlich gar kein Fischöl, aber die Kombi war okay, gell? Das kann man machen. Auf jeden Fall. Und dann hat sie uns einfach noch Wassermelonen rausgestellt, auch richtig geil. Da saß man noch ein bisschen mit dem da, er hat ein bisschen erzählt, richtig schön. Also mir sind die Leute hier wirklich sehr sympathisch. Insgesamt schliefen wir 4 Nächte auf Koh Yai. Nur war heute Tag 30 unseres Thailand-Aufenthalts und wir mussten unbedingt unser Visa verlängern. In Thailand mit deutschem Reisepass zum Glück kein allzu großes Ding, denn in jeder Provinz befinden sich mehrere Einwanderungsbüros, bei denen man einfach und unkompliziert um weitere 30 Tage verlängern kann.
Wir sind dafür aufs ca. 25 Kilometer entfernte Festland nach Krabi. Eine Stunde Wartezeit, ein paar Formulare und 4000 Baht später hatten wir unseren Stempel. Also wir sind jetzt gerade am Einchecken gewesen, dachten wir können noch nicht einchecken, weil es noch lange keine 3 Uhr ist. Aber wieso können wir es schon? Naja, weil Annalena schon ab gestern gebucht hat. Das heißt, ja, einen Tag länger bezahlen, ohne das genutzt zu haben. Buchungsfellnummer. Welche? Keine Ahnung. Buchungsfellnummer 7. Na, 4. Ja, aber ist ganz cool. Auf jeden Fall kostet es wenig, es ist groß, wir haben eine Klimaanlage. Und Alter, voll das geile Bad. Toll. Sogar mit der Dusche ein bisschen separierte. Oha. Jetzt sind wir hier erstmal 3 Nächte, gucken uns Krabi an. Okay. So, da geht's eine Leiter hoch. Oh je, da geht's in voll das kleine Loch rein, gell? Ach du Scheiße. Da ist noch eine Leiter dann da oben. Komm. Ja, komm rein da. Komm rein da. So, hier geht's jetzt hoch. Es ist komplett dunkel. Hier jetzt gerade an so einem Loch, wo ich durchkriechen muss. Hinter mir geht's bestimmt 6-7 Meter runter. Okay. Boah, wenn da was runterkommt. Okay, warte. So, jetzt zwängt sie sich da durch. Alter. Pass auf mit der letzten Stufe, gell? Wer kommt denn da aus dem Fels gekrochen? Boah, was für eine Wahnsinnshöhle. Komm, wir singen mal was. Nein. Gucken wir uns das mal da unten an. Es riecht hier auf jeden Fall komisch, ich weiß nicht, Schwefel. Leider habe ich im Internet nichts Genaueres über diese Höhlen gefunden. Die Scheibe ist schon sehr verdreckt, aber das sind einfach, guck dir mal diese Zähne an. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr mystisch an dort. Die Höhle liegt auf einer kleinen Insel, die nur mit dem Boot zu erreichen ist. Hin und wieder findet man Glasvitrinen mit Ausstellungsstücken über irgendwelche Funde. Auf jeden Fall sehr spannend und wirklich zu empfehlen. Vor allem, weil man hier ohne Guide oder vorgewiesene Wege alles problemlos und kostenfrei erkunden kann. Du hast nur 500, oder? Ja. Also wir sind jetzt hier am Pier und in Richtung Riley Beach. Das ist auch so eine Touristenattraktion hier in Krabi. Also da wird es wahrscheinlich voll mit allerlei Touris sein, aber auch schön halt. Deswegen gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Gucken wir uns das an? Ja. Also die Felsen sind halt schon echt krass, gell, wie hoch es da geht. Aber natürlich komplett Touristen überfüllt. Richtige Malle-Freibad-Feelings. Die Natur hier ist wirklich wunderschön. Aber darum ist es wohl auch zu einem der beliebtesten Touristen-Hotspot Thailands geworden. Wir sind für circa 3 Stunden etwas herumspaziert, waren im Wasser, aber sind dann auch schon wieder Richtung Heimat gelaufen. Du darfst nicht vom Becken ranspringen.
einfach bei einem Resort reingeklettert und kurz ins Pool gesprungen. Es ist heiß.